Hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um den Notepad++. Wer das nicht kennt oder noch nicht vielleicht, das ist einfach ein Texteditor hier wie der WordPad in Windows, nur dass es ja Open Source ist und kostenlos auch. Wir können uns das also aus dem Internet einfach kostenlos herunterladen und installieren. Und es ist auch um einiges mächtiger, ja, wir können viel mehr machen als nur Text editieren hiermit. Also, aber im Prinzip ist das, wie gesagt, ein Texteditor, genau wie der WordPad, nur eben ganz anders halt. Aktuell ist die Version, haben wir hier die 7.5.6. Ja, und zwar, was ich euch zeigen wollte, ganz kurz hier, es gab gerade ein Update hier. Und zwar haben sie angeblich ja, zwei Bugs hier gefixt und ein paar Features hinzugefügt bzw. verbessert. Allerdings bin ich hier auf eine geheime Nachricht hier, eine extraterrestrische Nachricht gestoßen, ja, die irgendwie aus dem All kommt, von den Außerirdischen, und die wollte ich euch unbedingt zeigen. Man muss ein bisschen suchen, beziehungsweise man muss hier, wenn man den Notepad++ hier öffnet, wenn man hier einfach Space Invaders schreibt und den Text hier einmal markieren alles und dann die F1-Taste drückt, ja, schon bekommen wir hier die Nachricht von den Außerirdischen hier, ja, und zwar, we come in peace, sie kommen also in Frieden. Ja, da können wir also beruhigt sein, sie kommen also doch nicht, um uns zu versklaven, oder sie wollen auch nicht an unsere Ressourcen ran. Das ist sehr beruhigend. Und ja, das wollte ich euch nochmal schnell zeigen hier. Ich dachte, ja, zumindest vielleicht für die Notepad-Fans hier interessant, oder ich fand das jedenfalls lustig, und deswegen wollte ich euch heute das sogenannte Easter Egg hier von den Notepad Version 7.5.6 zeigen. Das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass es für euch irgendwie ja interessant war, mehr oder weniger. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.